Ja, hallo, mein Name ist Thomas Fendt, bin Polier bei Hochtief. Wir sind hier in Hamburg bei dem Projekt Ersatzneubau K30. Wir sind hier direkt vom Hamburger Elbtunnel. Hier stand vorher ein sogenanntes Brückenbauwerk. Das ist in den 70er Jahren erstellt worden und musste abgerissen werden, weil es den Verkehr einfach nicht mehr standhält. Wir erstellen jetzt hier ein sogenanntes Dammbauwerk, was am Ende des Tages viel länger hält. Dieses Dammbauwerk besteht aus Gründungsfehlen, insgesamt 1500 Bodenverbesserungsfehle und 900 Fehle in der Stützwand. Wir bauen eine Bodenplatte, darauf wird eine sogenannte Winkelstützwand erstellt. Und der Zwischenbereich zwischen der Winkelstützwand und der linksliegenden Spundwand wird mit Boden aufgefüllt. In der Mitte, die Fehle sind noch nicht gerammt, gibt es sogenannte Bodenverbesserungsfehle. Diese Bodenverbesserungsrammfehle nehmen nachher die Last des Sandes und des Verkehrs auf und bringen das in den tragenden Grund. Dieses Projekt geht insgesamt 5 Jahre. 3 Jahre haben wir hinter uns. Ich hoffe, sehr erfolgreich die nächsten 2 Jahre noch.